Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Auto Bavaria und heute möchte ich dir mein neues Sommer-Outdoor-Equipment zeigen. Das Herzstück von meiner neuen Ausrüstung habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich habe mir einen neuen Rucksack gegönnt von Fjällräven. Nennt sich Stubben. Jeder sagt es irgendwie anders. Die einen sagen Stuben, die anderen Stubben. Aber ich denke, es heißt tatsächlich Stubben. Mit dem Rucksack habe ich schon wirklich lange geliebäugelt, soll ich ihn mir kaufen oder nicht. Was mich jetzt einfach die ganze Zeit abgeschreckt hat, ist der hohe Anschaffungspreis. Und ich hatte immer die falsche Vorstellung, dass dieser Rucksack, dadurch, dass er einen integrierten Rahmen mit Sitzfläche hat, bestimmt sehr viel Eigengewicht hat. Das hat sich aber dann als Trugschluss erwiesen. Er wiegt nur 2200 Gramm. Sogar noch weniger als mein V-Sport Raccoon, der sich jetzt bei mir echt 5 Jahre lang bewährt gemacht hat. Und jetzt dachte ich mir einfach, naja, für die Sommermonate hätte ich gern ein bisschen was Leichteres. Der V-Sport ist doch relativ voluminös. Und im Sommer brauche ich einfach gar nicht so viel Equipment. Das Schlafequipment wird kleiner, man schläft luftiger. Und da wollte ich jetzt einfach was Kleineres, was Sportlicheres. Ja, lange hat es gedauert. Inzwischen habe ich mich durchgerungen und ich habe mir diesen Rucksack gekauft. Er kostet stolze 300 Euro mit Seitentaschen. Also ohne diese Seitentaschen, die man dann noch dazu zusätzlich einfädeln kann, wird er 260 Euro kosten. Ja, aber ich finde, der ist einfach traumhaft vom Design her. Das ist der Busch, der Rucksack, der verkörpert irgendwie so ein bisschen Bushcraft. Durch die Farben, die Kombination mit dem Leder, diese altbackene Form eigentlich, diese Kastenform. Die Rucksäcke waren ja früher alle so kastenförmig. Und dieser Rucksack, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, er hat sich 17 Jahre lang nicht verändert. Also das Design hat sich nicht verändert. Und jetzt ist er endlich meins. Also den habe ich gesehen schon vor Monaten und habe mir gedacht, ja, das ist doch mal ein Rucksack, der wäre doch genial. Und jetzt habe ich so lange rumgedruckst und endlich habe ich ihn mir gekauft. Und ich bin mir ganz sicher, es hat sich gelohnt. Dieses Video soll ja jetzt keine Produktvorstellung werden der einzelnen Sachen, die ich mir neu gekauft habe. Ich möchte euch nur so einen kurzen Überblick geben, was mich dazu bewogen hat, warum ich mir welches oder jenes Produkt gekauft habe. Drum nur so ein paar Eckdaten und außerdem hat sich das alles ja bei mir noch nicht bewährt. Ich habe das ja noch nicht lange im Einsatz. Ich möchte es erst mal testen, bevor ich da eine reelle Produktvorstellung machen kann. Drum jetzt nur einfach über alle Produkte, die ich dabei habe, nur so ein grober Überblick. Das Material vom gesamten Rucksack, jetzt mal abzüglich der Lederabsätze hier, ist G1000. Ihr kennt es, das ist ein bewährtes Material, das Fjällräven entwickelt hat und verwendet. Und ja, das ist einfach sehr robust zum einen und es lässt das Wasser auch mehr oder weniger abperlen. Also es ist sehr widerstandsfähig. Wir haben hier bei diesem Rucksack kein Molle-System. Was mich auch erst nicht überzeugt hat, weil also am Anfang, wie so dieser Survival-Hype aufgekommen ist, war ja plötzlich alles mit Molle versehen. Und mir hat das eigentlich damals überhaupt nicht gefallen. Ich mag das eher so ein bisschen dezenter. Inzwischen habe ich da meine Meinung aber geändert. Also es muss meiner Meinung nach nicht alles mit Molle versehen sein, zumindest nicht komplett, sondern eher so dezent. Aber es ist wirklich super, weil ich habe einfach schon so oft Situationen gehabt, wo mein Equipment nicht komplett in den Rucksack reingepasst hat. Und dann konntest du es halt einfach draußen noch fixieren mit Karabinern oder Befestigungsbändern. Das ist einfach super. Ja, hier gibt es das nicht. Das Einzige, was wir hier haben, ist seitlich jeweils vorne und hinten ein Band mit solchen Löchern drin, wo du noch optional Dinge befestigen könntest und wo jetzt hier auch diese Seitentaschen hier befestigt sind. Wir haben hier nur einen Brustgurt. Auf den Hüftgurt ist da bewusst verzichtet worden, weil es kein Bergsteigerrucksack ist, sondern es ist entwickelt worden als Tagesrucksack. Man hat aber die Möglichkeit, hier unten bei diesen zwei Schlaufen noch einen Hüftgurt mit einzufädeln.
Ohne die beiden Seitentaschen hat der Rucksack 27 Liter. Wenn du mal eine Pause brauchst, brauchst du einfach nur den Rucksack abzusetzen und du kannst dich ganz bequem auf den stabilen Rahmen mit der Sitzfläche sitzen. Und das finde ich echt praktisch, vor allem weil man zu weit weg vom Boden ist. Also hier bin ich jetzt natürlich auch nochmal erhöht durch den Baumstumpf, aber es ist ein ganz angenehmes Sitzen hier drauf. So auf den Klapphockern hast du immer die Beine über dem Bauch und ich bekomme da immer Bauchweh und so kannst du einfach ganz bequem drauf sitzen und das ist schon echt genial. Die Sitzeinheit, die Sitzfläche kann man runter machen und hier sieht man auch schon den Metallrahmen, der die ganze Konstruktion so stabil macht. Was mich jetzt schon richtig überzeugt hat und was ich genial finde, ist diese Öffnung hier. Wenn du unterwegs irgendwas aus dem Rucksack brauchst, musst du nicht aufmachen und alles rauskramen. Nein, du kannst ihn hier öffnen und kannst dir hier rausholen, was du brauchst. Die meisten Rucksäcke haben nur unten hier so ein Schnellentnahmefach und hier kannst du wirklich im gesamten Rucksackbereich rumkruschen. Für diesen Sommer habe ich auch ein neues Schlafsystem, nämlich eine neue Hängematten-Kombination. Die zeige ich euch jetzt gleich aufgebaut. Diese drei Beutel bilden das neue Hängematten-Setup. Ihr habt es vielleicht gesehen, da sind noch die Mackerl dran, ist noch ganz neu. Ich habe es erst einmal aufgebaut. Ich habe das von Emmock gesponsert bekommen und das werde ich jetzt im Laufe dieses Sommers für euch testen. Was ich davon halte, erfahrt ihr natürlich immer, wenn ich einfach ausreichend Praxiserfahrung damit gesammelt habe. Dann bauen wir mal das Lager auf. Dieses Hängematten-System von Emmock nennt sich Traumr. Ihr seht schon, das ist eine relativ untypische Hängematte. Inzwischen hat sie sich schon einen Namen geschaffen im Bushcraft-Bereich. Ich habe sie schon seit einigen Jahren auf den Messen gesehen und bin schon immer Probe gelegen. Ja, und jetzt darf ich endlich selber drin nächtigen. Man liegt da nicht mehr so gequetscht drin, sondern es ist horizontal aufgehängt. Und man hat hier von Grund auf eine ganz andere Stabilität als bei einer anderen Hängematte durch die integrierte bzw. durch die Isomatte, die man reinlegt. Geschlafen habe ich hier noch keine Nacht drin, aber ich kann mir denken, dafür, dass man hier so unglaublich viel Platz hat, ich glaube, da drin werde ich richtig gut schlafen, weil in der normalen Hängematte bist du doch immer so ein bisschen gequetscht wie so eine Banane. Und hier, dadurch, dass die Konstruktion ganz anders ist, total durchdacht, hat man unglaublich viel Platz. Was auch noch ganz toll ist, ist, man kann das Kopf- und das Fußende verstellen. Das heißt, du kannst dich auch reinsetzen. Du kannst auch nur deine Füße hochfahren. Also wie mit einem Lattenrost, der sich verstellen lässt. Genial. Ein integrierter Mückenschutz ist auch noch mit dabei, zeige ich euch gleich. Das finde ich ja auch immer ganz gut, wenn eine Hängematte so einen Moskitoschutz mit dabei hat. Denn in den kühleren Monaten ist das auch unglaublich isolierend. Ja, und man kann hier sehr viel Equipment mit reinnehmen. Ich bin da ein bisschen leidgeprägt. Bei meinen anderen Hängematten habe ich in den Wintermonaten immer die Kamera mitnehmen müssen. Und natürlich nimmt man auch sein Gewand mit rein, dass es nicht ganz so auskühlt und dann hast echt keinen Platz mehr. Und hier hast du Staufächer sogar noch an den Seiten, wo du dein Equipment mit reinlegen kannst. Theoretisch kannst du sogar deinen Rucksack mit reinnehmen, wenn es regnet, und hier an der Seite hinlegen. Also das, glaube ich, lässt sich dann echt aushalten da drin. So.
So, jetzt könnt ihr mal richtig sehen, wie viel Platz hier außenrum eigentlich ist. Also hier unter diesem grauen Feld ist die Isomatte drin. Die hat ein extra Fach mit Reißverschluss. Und alles hier außenrum, das Grüne, ist einfach Platz. Hier sind Staufächer, hier, da oben ist noch eins. Hier gibt es sogar einen Getränkehalter, nochmal ein Staufach. Und hier an diesen Seitenteilen könntest du eben deinen Rucksack auch mit reinschmeißen. Ja, und an diesen Teilen hier kannst du die Position, die Liegeposition verändern. Also wenn du hier oben beide gleichzeitig anziehst, in diesen Schlaufen, dann liegst du quasi so. Und das Gleiche geht auch beim Fußteil, dass du hier anziehst, dann verändert sich der Liegebereich in den Füßen. Absolut genial. Das Ein- und Aussteigen schaut vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Kompliziert ist auch der Aufbau, wenn man da noch keine Routine drin hat. Also es ist echt, also da muss man sich wirklich Zeit dafür nehmen und nicht bei Natur das erste Mal aufbauen, weil sonst verzweifelt man. Es ist so ein bisschen wie mit einer IKEA-Küche. Da muss man einfach ein kühles Köpfchen bewahren und nach logisch denken, weil sonst kommt man nicht weiter. Ja, aber hier drin jetzt zu liegen mit einem Buch, was gibt's denn Schöneres? Es ist unglaublich bequem, wirklich, ungelogen. Also da haben sie sich schon wirklich was dabei gedacht und ich bin sehr gespannt auf die ersten Nächte hier drin. Hier drin verbirgt sich das Moskitonetz. Das kann man dann hier mit an dem Reißverschluss komplett außenrum machen, die Hängematte komplett verschließen. Und das Gute an diesem Netz ist auch, dass man fast nichts durchsieht. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, wenn ich es hier drüber hänge. Man sieht nicht, wer da drin liegt und ob Mann oder Frau. So. So, und wenn du jetzt nicht direkt ganz nah rankommst, kannst du nicht erkennen, wer oder was hier drinnen liegt. Ist auch nochmal so ein Pluspunkt für mich. Ist jetzt natürlich noch nicht ganz gespannt, darum hängt es jetzt hier noch so lapprig rum. Ich brauche es ja jetzt nicht, nur um euch das mal zu veranschaulichen. Hier sind übrigens dann auch nochmal solche Schnüre gespannt, damit das Moskitonetz nicht auf einem drauf liegt. Ist dann hier zweimal aus zwei verschiedenen Richtungen gespannt. So, dass man hier drunter auch noch, man fühlt sich dann nicht so beengt. Das Moskitonetz ist dann einfach ein bisschen weiter weg, mit ein bisschen mehr Abstand vom Kopf. Der Schlafsack, den ich nutzen werde, ist jetzt nicht komplett neu. Ich habe ihn nur noch nicht relativ oft benutzt. Das ist der Grizzly Bioport Zero. Der hat einen Komfortbereich von 2 bis 7 Grad. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Sommerschlafsack. So einen direkten Sommerschlafsack habe ich gar keinen mehr. Im Sommer, da ist der Schlafsack ja eher so ein Komfort-Wohlfühl-Ding. Du brauchst ihn nicht wirklich für die Wärmeregulation. Es ist einfach nur, ja, ich nutze ihn dann halt als Decke oben drüber oder zum Drauflegen. Und was ich halt bei dem eh mag, ist, dass er auch unten geöffnet werden kann, hier im Fußbereich. Das heißt, ich kann mich oben reinlegen, kann oben aufmachen, unten aufmachen, Füße rausstrecken, Arme rausstrecken und habe dann gerade so den Bauch im Schlafsack drin, im geschlossenen Schlafsack und das reicht mir vollkommen. Die Farbe Rot. Werden jetzt viele aufschreien, Rot im Bushcraft-Bereich geht gar nicht. Das sehe ich jetzt halt nicht ganz so verbissen. Zum einen hänge ich den Schlafsack ja nicht irgendwie auf als Signalfarbe, dass jeder sieht, hey, hier bin ich im Wald. Natürlich, grün wäre unauffälliger. Aber ich bin in den Sommermonaten eben auch ganz oft im alpinen Bereich unterwegs. Und gerade da sind solche gedeckten Tarnfarben eben überhaupt nicht gut, falls einem was passiert, dass man dann schneller gefunden werden kann durch auffällige Farben. Drum, ja,
gibt es natürlich auch noch in anderen Farben, aber ich sehe das jetzt nicht so eng. Der Schlafsack liegt eh immer am Boden, irgendwo drin, irgendwas ist immer umhüllt, Zelt, Tarp, sonstiges und dann sieht man das eh nicht. Auch nicht ganz neu, erst im letzten Jahr dazugekommen sind meine beiden Spot-X Tracker. Also das hier ist ein Satellitentelefon, damit habe ich eben einen Posteingang und einen Postausgang. Ich kann hier regelmäßig meine Tracking-Daten senden, dass die ausgewählten Leute wissen, wo ich bin. Und ich habe hier den SOS-Button, da muss ich hier die Klappe öffnen und dann kann ich drücken, dann wird sofort an ein Notrufsystem werden meine GPS-Daten übermittelt und es wird ein Hilfeteam dann losgeschickt. Ja, und das ist die einfache Variante davon, Generation 3. Da kann ich keine Nachrichten damit schreiben. Ich kann nur wieder Hilfe holen, also den SOS-Button habe ich hier auch. Und ich kann eine vordefinierte Nachricht schicken, also zum Beispiel, dass ich an meine Mama schicke, wenn ich hier drauf drücke, alles okay bei mir. Ja? Und hier eben meine Position übermitteln, wo ich bin, dass in bestimmten Intervallen, die ich einstellen kann, einfach meine Position übermittelt wird und der OK-Knopf kann ich auch drauf drücken, dass an die ausgewählten Kontakte dann einfach eine Nachricht kommt, dass bei mir alles in Ordnung ist. Die beiden erleichtern mir das Lagern ungemein, denn ich hatte ganz oft keinen Handyempfang und das ist für mich immer so ein Ausschlusskriterium, weil ich ja nie weiß, Hof und so weiter, ob irgendwas los ist. Drum bin ich immer gern erreichbar. Jetzt mit den beiden hier bin ich komplett unabhängig. Dann habe ich mir einen wasserfesten Block gekauft. Da habe ich dann in Zukunft nicht den ganzen Block mit dabei, sondern nur ein, zwei Blättchen in meinem Pouch vom Gürtel. Da kann ich was draufschreiben und es wird durch Nässe nicht verwischt werden. Ich habe mir da einige Testvideos auch dazu angeschaut und es funktioniert wirklich. Falls man aus irgendeinem Grund mal einen Platz verlassen muss oder was zurücklassen muss, was auch immer, dass man einfach eine Nachricht hinterlässt. So Zeichen setzen, falls man in eine Notsituation gerät und seinen Weg quasi übermitteln will, wo man ist. Das geht immer mit Naturmaterialien, aber man kann halt damit wenig ausdrücken. So, und mit dem kannst du halt dann wirklich eine Nachricht hinterlassen und du musst dir keine Gedanken machen, wird es von der Feuchtigkeit verwischt oder nicht. Auch immer mit dabei in den Sommermonaten Moskitospray. Ich habe jetzt da leider keine Einheitsempfehlung für euch, wo ich sagen kann, ja, kauft euch das, das ist absolut genial. Also bei Mücken, da geht's noch, finde ich. Ich habe immer das für die Tropen, das extra starke, aber bei Zecken kann ich absolut nichts empfehlen, was hilft, weil ich hatte trotz allen Sprays, die ich probiert habe, trotzdem Zecken, also bei mir wirkt es anscheinend nicht. Auch Kokosöl und sowas wirkt bei mir nicht, da hilft echt nur regelmäßig absuchen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch lange Hosen nicht unbedingt was bringen, weil gerade dann sieht man sie nicht. Natürlich, sie haben nicht sofort die Haut da und du hast längere Zeit, um die Hose abzusuchen, aber wir haben ja eh immer dunkle Kleidung an. Und dann siehst du die Zecken natürlich auch nicht. Also ich sehe es sogar leichter, wenn ich eine kurze Hose anhabe, weil dann kann ich es einfach auf der Haut besser erkennen. Wie gesagt, den ultimativen Tipp, was Sprays betrifft gegen Mücken und Zecken, habe ich nicht. Aber ich habe einen Tipp für dich, falls du dein Moskitospray vergessen hast. Du kannst die Augen offen halten nach einem Holunderbusch. Wenn du einen gefunden hast, nimmst du die Blätter, zerreibst sie so ein bisschen und machst dir so eine Hülle überall auf deiner Haut. Und das gibt einen Geruch, den die Mücken nicht wirklich mögen. Und wenn du schon zerstochen bist, halt die Augen auf nach Spitzwegerich. Verfahren, nach dem gleichen Verfahren macht ihr diesen Saft auf den Stich und das lindert ein bisschen den Juckreiz. Zur Not geht auch breitwegerig, aber der ist nicht ganz so intensiv. Vorhin habe ich ja schon bei dem Schlafsack erwähnt, dass es eben in den Sommermonaten jetzt öfters auch mal alpin geht. Ich persönlich bevorzuge es ja frisch zu kochen. Ich mag diese Fertiggerichte nicht, aber manchmal geht es einfach nicht anders, weil man weder die Zeit dazu hat, noch ein Feuer möglich ist oder du auch gar nicht das Packmaß im Rucksack hast. Ja, und da stand ich jetzt immer vor dem Problem, was koche ich denn dann? Weil diese Fertigprodukte vertrage ich nicht. Ja, und ich habe von
sicher statt hier diese Express-Menüs bekommen. Die sind glutenfrei. Das bedeutet also im Umkehrschluss, ich müsste da keine Probleme bekommen, sind auch sonst keine Zusatzstoffe drinnen. Ist also dann quasi wie von Mama eingeweckt. Ja, und das ist dann jetzt eben auch so eine Notlösung jetzt über die Sommermonate. Also nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, wenn ich alpin gehe, dann gibt es leider keine Rezeptidee von mir. Dafür danach natürlich wieder umso mehr. Meine letzte Ration habe ich verbraucht, als ich beim Felix Immler die Sohle wieder festkleben musste. Panzertape. Ich habe das immer um eine alte EC-Karte gewickelt dabei, weil es einfach eine super Notlösung ist, wenn mal irgendwas reißt. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich ein Brandloch ins Tarp reinmacht oder wenn die Schuhsohle locker ist oder wenn die Jacke einen Riss hat, was auch immer, dann ist das Panzertape echt super, um da behelfsmäßig was zu reparieren. Drum, jetzt eine neue Rolle, das alte ist leider komplett weg. Panzertape kann ich jedem nur ans Herz legen, da sich ein bisschen was davon mitzunehmen. Diesen schönen Lederbeutel habe ich euch auch schon hergezeigt, den habe ich vom Taro bekommen. Da möchte ich mein Zunder-Equipment reinlegen, weil ich möchte mich ja beim Feuermachen weiterentwickeln. Drum dieser Beutel. Ja, die Lampe habe ich mir auch relativ neu gekauft. Die ist von Petzl. Die habe ich auch schon ganz lange gesehen und immer geliebäugelt. Mich hat hier überzeugt, dass die eben nur so ein dünnes Befestigungsband hat und nicht so einen dicken Gurt, wie es die meisten haben. Und dieser Teil hier, der Lampe, der dann am Kopf selbst aufliegt, ist auch ganz angenehm zu tragen. Da bekommt man also nicht diese typischen Druckstellen, wie ich es bei anderen Lampen immer bekommen habe. Drum ja, eben auch noch die Petzl. Was bei der auch ein Kaufkriterium war, dass sie nicht nur warmweißes Licht hat, sondern auch Rotlicht. Und das ist ja, wenn du nicht direkt unmittelbar daneben bist, so gut wie ja, unsichtbar. Es ist viel unauffälliger als normales Licht. Hier oben habe ich noch ein Mikrofaser-Handtuch drin. Das ist nur ganz klein, aber es ist super erfrischend, wenn man sich das nass macht und dann einfach in den Nacken reinlegt oder sich am Abend einfach nur ein bisschen damit wäscht. Das macht echt unglaublich viel aus. Und hier habe ich noch ein Besteck. Ja, das hat jetzt wirklich nicht unbedingt einen höheren Sinn, wieso ich mir das gekauft habe. Das habe ich jetzt einfach auch schon oft gesehen und ich finde das einfach niedlich, weil es so klein ist. Und das macht das Draußensein einfach auch noch mal ein bisschen angenehmer, wenn man ein gescheites Besteck zum Essen hat. Ja, ist so. Das Löffelschnitzmesser werde ich jetzt in Zukunft auch noch häufiger mit dabei haben, weil ich da jetzt einfach total Gefallen dran gefunden habe, abends im Lagerfeuer was zum Schnitzen, was entstehen zu lassen. Und ja, ich habe es bis jetzt immer ausgebrannt, die Löffel oder die Schüsseln, und jetzt möchte ich es einfach auch mal mit frischem Holz probieren. Und da ist dieses Löffelschnitzmesser eben perfekt dafür. Dann habe ich hier einen neuen Hobo, das ist ein Flexfire. Das ist ein Start-up, das beim ersten Versuch leider nicht geklappt hat. Aber vielleicht jetzt, wenn die Nachfrage groß genug ist, vielleicht klappt es beim zweiten Mal. Das ist als Grill konzipiert, weil die Teile nicht auseinanderfallen, wenn man es hochhebt. Es ist also stabil, es ist ein Stecksystem, und in den Sommermonaten habe ich doch ganz gern einfach mal immer ein Hobo als Alternative mit dabei, weil ich weiß nie, wie die Gegebenheiten an dem Platz, den ich dann aussuche, sind, ob denn dort ein offenes Feuer gefahrenlos möglich ist. Und so ein Hobo, der wiegt nicht viel, den kann man einfach in den Rucksack mit reinstecken, und wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Feuer möglich ist, dann lieber mit dem Hobo oder dann im Zweifelsfall lieber gar keins. Bei mir ist es normalerweise so, dass ich eine relativ große Trinkflasche mitnehme, und die hat natürlich dann dementsprechend viel Gewicht, und das meiste Gewicht soll ja unten zum Körper hin an den Rucksack. Ja, und das ist natürlich immer blöd, um die Flasche dann rauszuholen, wenn man unterwegs Durst hat. Drum mache ich es in den Sommermonaten meistens so, dass ich meine große Flasche wie gewohnt in den Rucksack unten reinpacke und dann aber noch eine kleine Trinkflasche mit so einem Sporttrinkverschluss einfach in greifbarer Nähe habe. Und was da super ist, sind diese Espina. Ich mache euch mal einen runter.
So, das ist so ein Karabiner mit zwei Einklinkfunktionen. Und bei diesen Verschlüssen kann man ja super hier hinten reingehen und dann kann ich mir die Flasche mitsamt dem S-Biener hier am Rucksack dran machen. Und wenn ich Durst habe, muss ich nicht erst irgendwo rauskruschen, sondern ich kann einfach ja, Karabiner runter und los geht's. Und ja, dieser Sporttrinkverschluss, der ist eigentlich für unterwegs, finde ich die ganz gut. Wenn die auch ein Manko haben, nämlich dass man sie nie hundertprozentig sauber bekommt, drum kommen da keine Säfte oder Limonaden oder so rein, sondern wirklich nur Wasser. Aber diese S-Biener, also ich habe die echt in ganz vielen unterschiedlichen Größen, die haben bei mir überall. Aber den Kameras ganz früh dran, weil ich die einfach immer gerne noch zusätzlich sichere. Am Rucksack dran, wenn du noch schnell irgendwas einklicken willst, deine Kuxa oder ja, Handschuhe, irgendwas, was du halt gern in greifbarer Nähe haben möchtest, da sind die echt super. So, das war jetzt das Equipment, was im Rucksack war. Jetzt kommt noch mein Ausrüstungsgürtel, an dem es noch drei Änderungen gibt. Nicht wundern, das ergibt jetzt keinen Sinn, wie der Rucksack jetzt befüllt ist, weil das ist natürlich nicht das Einzige, was ich zur Natur mitnehmen würde. Das ist jetzt willkürlich zusammengestellt, was einfach neu dazugekommen ist. Natürlich würde diese Kombination jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben für eine Tour. Es ist, da wird dann natürlich noch was dazukommen oder ersetzt werden. Das ist jetzt einfach nur das, was da neu reingekommen ist. So wie das ist, würde ich nicht ohne irgendwas dazu zu packen losziehen, das ist völlig klar. Der liebe Bernd von Gürtel Extreme, der mir meinen Gürtel konfiguriert hat, hat mir vor kurzem für meinen Junior einen eigenen Ausrüstungsgürtel gemacht. Also für meinen zweiten Sohn, der jetzt auch in dem Alter ist, wo er sagt, er möchte das haben. Ja, und da hat er mir zwei tolle Dinge mitgeschickt von Castrem. Diesen Dengler. Den werde ich in Zukunft dazu hernehmen, die Hundeleinen da dran festzumachen, weil da ist dann genügend Platz dafür und ich hab die Hundeleinen immer an meinem Gürtel mit festgemacht, sodass ich die Hände frei habe. Und hier diesen Axthalter finde ich absolut genial. Das schaut richtig rustikal aus. Da kann ich die Axt reinstecken und dann die transportieren. Das quält mich total. Das sind zwei so Kleinigkeiten. Ich finde, die werten den Gürtel total auf. Allein schon optisch durch das Leder. Und ja, finde ich einfach toll. Dann, ja gut, das ist jetzt keine direkte Änderung. Manchmal habe ich jetzt nur das Pfefferspray mit dabei. Das ist die Behördenversion von TV 1000. Ich habe eins mit Gel und eins mit Spray. Das hat eben hier so ein so eine Sicherheitskappe, dass man nicht unabsichtlich mal drauf kommt und ja, die Ladung versprüht. Auch mal zum Testen, zum Ausprobieren an meinem Gürtel ist dieses Messer, nennt sich Apo One. Ihr seht, das ist ein bisschen größer als die Messer, die ich sonst verwende. Hat natürlich eine durchgehende Klinge. Und also dem Messer würde ich jetzt zutrauen, dass ich es auch mal ein bisschen härter rannehmen kann. Bei anderen Messern, ja, da ist man doch ein bisschen zurückhaltender, weil Messer sind normal nicht für Dinge wie Betonen oder so ausgelegt. Aber dem würde ich es wirklich zutrauen. Das ja, ist eben relativ groß, hat eine Klingenlänge von 14 cm, hat einen Säbelschliff. Ja, und dann eben so die Klassiker hier, Daumenschiene, die ist hier allerdings sehr ausgeprägt, also die ist richtig rau. Da rutscht man nicht. Und was hier genial ist, es ist ja, rostfrei, ist auch genial, aber hier oben der Klingenrücken, der ist in einem 90-Grad-Winkel und der ist perfekt zum Feuerstahl runterreißen, also zum Funken schlagen. Da habe ich ihn daheim schon ein paar Mal ausprobiert, also das Messer in Kombination mit dem Feuerstahl und das funktioniert echt gut. Wie gesagt, das ist jetzt ja keine Produktvorstellung, drum nur so ein paar Eckdaten. Eine ausführliche Vorstellung dann auch erst wieder nach ausführlichem Gebrauch. So. Sodala. Also ihr seht, ich freue mich wirklich über meine neuen Ausrüstungsgegenstände. Das wird das draußen sein, wieder spannender machen,
anders machen? Also jede Tour ist ja unterschiedlich und ja, ich schlafe eh relativ abwechslungsreich, mal nur am Tarp, mal im Shelter, mal in der Hängematte, dann wieder im Biwaksack oder im Zelt. Und ja, es macht einfach auch Freude, wenn man zwischendrin so ein paar neue Ausrüstungsgegenstände dabei hat, die man richtig testen kann, wo man einfach auf Herz und Nieren prüfen kann. Und ja, dann sind so ein paar Dinge dabei, wie jetzt dieser Rucksack. Das freut mich einfach unglaublich, weil da bin ich so lange rumgeschlichen, so lange rumgedruckst, kaufe ich mal nicht. Und ja, jetzt habe ich ihn und ich freue mich drüber. Ich werde jetzt dann die Tage noch ordentlich wachsen. Das geht ja bei dem G1000. Ist ja eh schon wasserabweisend, aber mit dem Wachsen ist das Ganze dann noch mehr. Und der wird sicher viele, viele Jahre halten. Also das ist so einer der Punkte, über die ich mich ganz besonders freue. Und natürlich macht es jetzt auch Spaß, mit anderen Ausrüstungsgegenständen wieder nach draußen zu gehen, weil das ist nicht so dieser Einheitsbrei. Also auch draußen ist ein bisschen Abwechslung zwischendrin gar nicht verkehrt, finde ich. Alle Ausrüstungsgegenstände findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Also wenn euch was interessiert, schaut da mal rein, da sind sie verlinkt. Und ich gebe euch natürlich Rückmeldung, was von diesen Produkten, die ich mir jetzt neu gekauft habe oder die mir gesponsert worden sind, wirklich eine Kaufempfehlung bekommen und welche nicht. Ich lasse euch dran teilhaben. Neuer Sommer erfordert auch heuer einen neuen Bikini. Und den werde ich jetzt testen. Clickbait!